Und damit herzlich willkommen zu einer erweiterten Folge hier im Train Zone World. Heute starten wir das erste Mal auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Und fahren. Und fahren dabei den RE8 nach Hamburg, Lübeck Hauptbahnhof. Ich kann euch schon mal so sagen, ich habe keine Ansagen dabei. Das heißt, wir werden leider meine nicht automatischen Ansagen von mir bekommen. Ja. Oldesloe, das ist so ein Stück, fast die ganze Strecke. Wir fahren dann 1, 2, 3, 4, 6, 7 Teile in Dostel. Und ein Dostel tatsächlich mit der Nahverkehr Schleswig-Holstein-Werbung. So, meine lieben Damen und Herren, wir begrüßen Sie im Regionalexpress der Deutschen Bahn im Namen auch vom Nahverkehr Schleswig-Holstein nach Lübeck Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Bad Oldesloe. Die Ankunftszeit heute planmäßig um 6.30 Uhr. Ja. Wir haben ja keine automatischen Ansagen hier. Deswegen mir keine Autobahn schon sagen. Ja, GTA können wir später machen. Also heute fahren wir mal eine etwas frühere Fahrt. Daher, dass oh, ich habe die Lichter noch gar nicht angemacht. Ups. Aber wir haben einen Schleswig-Holstein-Wagen dabei. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Jetzt dürfen wir, diese Lok, die ist jetzt für 160, glaube ich, zugelassen. Ich bin die ja schon mal gefahren auf dem Ersatzverkehr auf dem RE1. Da war wieder ein Schleswig-Holstein-Wagen und eine alte Lok, also mit einem alten Design. Kurz nochmal zu Informationen, manche Loks sind halt mit komischen Lackierungen, daher, dass ich Mods habe, haben die manchmal eine ganz komische Lackierung. Ich bin letztens gefahren, da hatte ich
S-Bahn Rhein-Ruhr-Dostus hinten dran gehabt. Und ich war hier Hamburg-Lübeck am Fahren. Naja. Wir fahren noch nicht auf LZB. Da kommt wieder ein Bahnhof. Dies ist, weiß ich nicht. Ja, wir haben jetzt eigentlich eine relativ langweilige Fahrt, weil wir haben jetzt nicht viele Zwischenhalte. Wir halten nur in Bad Oldesloe und Rheinfeld im Holstein. Mehr tun wir ja auch nicht. Da kommt mir wieder ein Zug entgegen. Wieder mit einem Nahverkehr Schleswig-Holstein-Wagen. Aber doch, hier ist schon eine Menge Betrieb. Die hatten ja auch gesagt, wenn die offizielle Roadmap dieses Jahr noch rauskommt, glaub August kommt die raus, dann sollte es ja so sein, dass ja hier auch mehr Verkehr in Hamburg sein soll. Der nächste Bahnhof. Ich weiß es nicht welcher. Noch 20 Kilometer und 15 Minuten haben wir noch. Wieder. Ein kürzerer, da ist der Dosto noch nicht geladen. War wieder mit dem Nahverkehr Schleswig-Holstein Dosto. Das ist irgendwie immer so, ist immer Zufall, wenn dann einmal wenn ich jetzt zum Beispiel einen Nahverkehr Schleswig-Holstein-Wagen habe, haben alle auch einen immer. Wenn ich das so verstehe. Kommt uns wieder was entgegen gleich. Bis Oldesloe.
vor uns ist ein Zug tatsächlich noch. Aber die Lok, die reagiert langsamer als die 143. Bahnhof. Oh, müssen wir noch weit fahren bis Bad Oldesloe. Aufstehen und nach hinten gehen. Chillen. In 3,7 Kilometern ist nur noch 130 erlaubt. Warte mal. Ach, wir sind gleich in Ahrensburg. Aha. Aber die Lok sieht schon geil aus. Ich finde die Scheibe schon so geil. Fahrbremsventil. Jetzt dürfen wir da 160 fahren, geil. Hier sind sogar zwei gewesen. Gut, wir fahren ja nach Schleswig-Holstein, aber warum jetzt wieder so Dossus? Naja. Wir sind gerade Ahrensburg Gartenholz. Sag mal. Wir haben ja einen richtig verrückten Wagenpark. Wir haben ganz normale Dostos von der DB Regio. DB Regio.
Flughafen Express Berlin Dostos. Normal. Normal. Und dann nochmal. Ja gut, Nahverkehr Schleswig-Holstein verstehe ich, aber Flughafen Express, das verstehe ich nicht. Gebackte Heide. Da haben meine Nachbarn, also die poltern da rum, Alter. Weil die so Psycho, Alter. Drei Jahre später. Oh, 7,5 Kilometer, sind wir da. Kommt uns da was entgegen? Nee. Da sind die Züge, die da enden. Ah, ja. Ist das in der City? Oder was? Ah, nee, sah so aus. Was ist das denn hier für ein alter Mario? Oh, Entschuldigung. So AFB sollten alle Loks haben eigentlich. Also was auch immer diese Lok hat.
Oder Geschwindigkeitsfehler halt so. AFB-Geschwindigkeit, ist mir egal. Punkte. Mal bitte hören. Ja. Wollen Sie schon mitteilen, dass Sie gerade einen Reh überfahren haben? Oh. Mit der 143 konnte ich besser fahren. Ich bin die gestern nämlich gefahren. Auf der Linie auf der Rosig-Nord-Strecke. Und da war schon besser. Ich presche schon schnell rein, finde ich. Ich dachte noch, schaffe wieder zwei Nahverkehr Schleswig-Holstein-Wagen. Obwohl, das war voll gut getimt, liebe Fahrgäste. Wir sind jetzt nun in Bad Oldesloe. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. So, liebe Fahrgäste, wir fahren jetzt weiter. Schönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Wir begrüßen Sie hier im Regionalexpress der Linie 8 der Deutschen Bahn und im Namen des Nahverkehrs Schleswig-Holstein in Richtung Lübeck Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Rheinfeld im Holstein. Die Ankunftszeit, geschätzt planmäßig, steht noch nicht fest. Darüber werden wir sofort informieren. Ja. Jetzt fahren wir erstmal weiter. Steht irgendwie mit Feld. Okay. Auch Rheinfeld im Holstein ist es schon wieder fast da. Ja.
Mir wurde ja gerade, ich weiß ja gar nicht, ob der eine noch zugeschaut hat, der mich gefragt hat wegen GTA. Aber der mich gerade gefragt hat wegen GTA, falls du noch drin bist, ich hätte lieber Bock auf Landwirtschaftssimulator, weil da hätte ich nämlich Lust, noch das neue Projekt, das Oldtimer-Projekt wieder weiterzumachen. Sifa. Sifa. Iha. 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 Oh, nein. So, meine lieben Damen und Herren, kurz zur Info, unser nächster Halt ist Rheinfeld im Holstein. Die planmäßige Ankunftszeit heute um 6.37 Uhr. Das ist das erste Mal, dass ich früh fahre, sonst bin ich immer gegen 10 Uhr gefahren und so. Nein, auf jeden Fall sind wir jetzt gleich in Rheinfeld im Holst. Holst, genau. Holst. Rhein. Und dann sind wir da schon fast. Wir sind ja schon wieder fast Lübeck. Hier oben ist ja schon wieder Lübeck. Ich sag ja. So, meine lieben Damen und Herren, wir erreichen jetzt nur in Rheinfeld im Holstein. Die Ankunftszeit ist heute planmäßig 6.37 Uhr, heute bisschen früher um 6.34 Uhr, 35. Hängt davon ab, wann wir zum Stehen kommen. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Oh, jetzt sind wir schon in Rheinfeld im Holstein. In 10 Minuten fahren wir dann nochmal nach Lübeck hoch. Ja, ist ganz nice.
Aha. So, liebe Damen und Herren, wir begrüßen Sie hier im Regionalexpress der Deutschen Bahn nach Lübeck Hauptbahnhof, natürlich auch im Namen des Nahverkehrs Schleswig-Holstein. Ja, unser nächster Halt ist schon Lübeck Hauptbahnhof. Und unsere planmäßige Ankunftszeit heute um 6.48 Uhr, heute wahrscheinlich so gegen 6.44 Uhr. Nur und zwar alle, die das nicht verstanden haben, der Regionalexpress endet in Lübeck. Wir bitten schon mal alle Fahrgäste ab Lübeck dann auszusteigen. An die Fahrgäste mit dem Ziel Lübeck-Travemünde Strand, bitte steigen Sie in denselben Zug, also in den RE8 nach Lübeck-Travemünde Strand in 15 Minuten späteren Abfahrtzeit auf Gleis 2 ein. Vielen Dank. Sechs Kilometer erst. Ach, ist das so? Ja. Hier eigentlich ganz ländlich, ne? Wo wir hier fahren, glaub mal, hier hinten haben wir dann 90 hier in der Kurve, müssen wir 90 fahren. Oh, da kommt ein Touring-Gegen gleich. Kein Intercity, wir haben noch keinen Intercity gesehen, ne? Aber fahren noch keine Intercities.
glaube mehr bei Ruhrsieg Nord, da fahre ich glaube ich erstmal, das ist das letzte DLC, also das DLC, was du am längsten bisher brauch, bis ich das aufnehme, sag ich mal, weil auch wieder zwei Schleswig-Holstein-Wagen, weil ich sag mal so, sicher, ich fahre dann nur 70 und das kann dann auch wieder ein bisschen stressig sein und so. Naja, aber erstmal, wir haben jetzt erstmal Hamburg-Lübeck und dann, glaub, kommt Nahverkehr Dresden und so weiter. Das habe ich ja alles gelistet hier. Irgendwo, irgendwo, nirgendwo. Oh, wir haben auch nur noch 2,8 Kilometer. Kilonewton, Alter. Genau, Kilonewton, Alter. Kilonewton. Wo sind hier die Playlist? TSW Maps und Logs. Rhein-Ruhr, dann kommt jetzt, wir sind jetzt Hamburg-Lübeck, dann fahren wir Main-Spessart. Dann machen wir. Dann fahren wir Rapid-Transit, Nahverkehr Dresden. Und dann fahren wir München-Augsburg, Rhein-Ruhr-Osten und dann Ruhr-Sieg-Nord. So, jetzt habe ich jetzt. Bisschen wenig jetzt auf den Zugverkehr hier konzentriert. Steht eine Güterzug. Der Bahnhof ist schon klein, ne? Und was ist es für einen, ne? 185. Das war klar. Alle Fahrgäste, wir haben jetzt Lübeck Hauptbahnhof erreicht. Wie Sie sehen, der Aufzug ist in Fahrtrichtung rechts. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Dieser Zug endet hier. Nochmal alle, wenn Sie nach Lübeck-Travemünde Strand wollen, dann nehmen Sie den RE8 in 15 Minuten auf Gleis 2. Vielen Dank. Ich muss noch ein Stück fahren. Muss genau auf der Markierung stehen bleiben, ey, das ist doch, boah, ist ja wirklich.
So. Jetzt können die nochmal alle aussteigen. Warum die gerade jetzt nicht aussteigen wollten, das weiß ich leider auch nicht. Das sind Wagenabstände, ey. So, hier steht jetzt Hamburg Hauptbahnhof. Einfach mal los. 7:10 Uhr erst hier. E80 nicht einsteigen. Okay, Flughafen Express. Wo ist er? Egal. Oh. Na gut, Leute, wir haben ein bisschen Zeit verballert. Aber wir sind pünktlich wie Sau gewesen. Hier 2 Minuten zu früh, 3 Minuten zu früh und 2 Minuten zu früh. Na gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut da rein.